Was geht? Ich bin's wieder, euer Alex. Heute stelle ich euch den... Achso, jetzt ist wieder an. Ich stelle euch heute den Dashing Strike Monk vor. Letztes Mal war der... Wie heißt es? Achso, der Odiana Monk war letztes Mal dran. Steht alles in der Videobeschreibung. Heute stelle ich euch, wie gesagt, den... Dashing Strike Monk vor, das ist dieses Set, was mit dem letzten Patch, keine Ahnung, ich kenne mich mit Monk nicht so doll aus, also keine Ahnung, was mit dem letzten Patch oder so überarbeitet wurde, oder mit dem vorletzten schon. Da geht es hauptsächlich eigentlich um den Damage, also um den Skill eigentlich Dashing Strike, also sprich rasender Angriff, hier unten. Ich gehe gleich wieder darauf ein, was für Items ich benutze und warum ich die nutze und warum die Skills, keine Ahnung, also ich erkläre euch das alles ein bisschen. Als erstes haben wir da, wie gesagt, die Stiefel. Es geht eigentlich, wie gesagt, wir spielen mit dem gesamten Set. Also sprich Handschuhe, Schulter, Kopf, Brust, Hose und Stiefel. Wie fange ich am besten an? Die Stats brauche ich eigentlich nicht groß vorzutragen. Es könnte halt, ich mache halt noch ein bisschen zu wenig Damage, weil die Sachen nicht in Uhrheit gedroppt sind. Die Stats sind alle kein Muss, also kann natürlich alles noch ausgebaut werden, weil die Sachen halt noch nicht Uhrheit sind. Aber von daher ist eigentlich aufgrund dessen, dass mein Gear noch nicht full ancient ist, macht schon gehörig Damage. Also 2 Milliarden Crits waren schon drin. Das ist einfach abartig. Also ist. Wenn jetzt so die Debatte wäre zwischen Oliana und Dashing Strike, ich würde einfach sagen, die sind bisher gleich auf. Weil das Oliana-Set rockt einfach richtig die Scheiße fett. Aber Dashing Strike denke ich mal auch. Also würde ich erstmal so im ersten Blick behaupten. Im ersten Blick, Alter, was? Nein, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also Platz 2 in den Rankings unter den Solo-Monks in der Season jetzt. Wurde gespielt mit dem Set hier. So. Aber egal, ich schweife schon wieder ab. Das ist echt extrem. Komme ich einfach mal zu den Items. Stiefel, wie gesagt, werden genommen. Die Hose wird genommen. Da habe ich den Schaden für die... Oh, ich habe mein Internet nicht ausgemacht. Da werden die Skills... Also da habe ich den Schaden für meinen Primärangriff hochgerollt. Weil... ich damit sowieso schon ohne den Schaden schon bei über einer Milliarde an Crits war. Eine Milliarde Crits. Ach Quatsch, nee, damit nicht, das war jetzt gelogen. Nein, ich war auf jeden Fall damit schon bei 600, 700 Millionen Crits. Also das ist kein Witz, der Schaden ist einfach abartig. So, als nächstes haben wir die Brust. Da fehlt mir noch der letzte Prozent und die Brust ist eigentlich gar nicht mal so gut gerollt, also geht immer besser. Als nächstes haben wir den Kopfschutz, den Kopfschuss. Crit-Chance anstatt Vita könnt ihr natürlich auch drauf, was weiß ich, Schaden für Dashing Strike, ne? So. Oder halt Vita, also in den Rankings steht auch alles so drin. Ich habe so ein bisschen den Bild nachgebaut von den Typen, der in dem Ranking drin steht auf Platz 2. Ist also schon ziemlich echt nice. So, als nächstes haben wir die Schultern. Da könnte man jetzt entweder draufrollen Cooldown 8% oder halt, ich habe wie in meinem Fall Schaden für Dashing Strike um 14%. Fehlt mir auch noch 1%. So. Moment. Nee, nicht mit dem, was ich spiele. Schade. So. Was haben wir? Nein. Was haben wir noch? So, die Handschuhe sind auch eigentlich gar nicht mal so gut gerollt. Ich war einfach damals froh, dass ich überhaupt welche hatte. Ich brauche halt noch neue, ist klar. Aber ansonsten ist halt das ganze Set wird genommen, ohne irgendwelches Erbarmen. Es gibt aber noch ein Bild. Das ist der Spirit Generator Bild. Also der wird wirklich bloß mit dem Primärangriff gespielt. Und einfach nur um halt Spirit zu generaten, ist klar. Nein, aber den Bild spiele ich nicht, der sagt mir nicht so zu bisher. Als nächstes
die Waffen. Dann nehme ich das Shenlong-Set. Erhöht den Schaden eurer Geisteskrafterzeuger für jeden eurer verfügbaren Punkte an Geisteskraft um 1,5%. Also so wie beim Unholy Essence-Set vom Demon Hunter. Wenn ihr über maximale Geisteskraft verfügt, erhöht sich euer Schaden um 100%, aber ihr verbraucht jede Sekunde 65 Geisteskraft und eure passive Geisteskraftregeneration ist so lange ausgesetzt, bis ihr über keine Geisteskraft mehr verfügt. Also, immer versuchen, draufhalten, dass die Geisteskraft halt immer oben ist. Ja, Spielweise ist zwar ein bisschen knifflig aufgrund des Shenlong-Sets, aber mit der Zeit geht's eigentlich so von der Spielweise. Ich komme ganz gut mit klar. So, ich habe auch nicht... Ich habe auch nicht irgendwie den Schaden hochgerollt. Ich habe einfach Leben pro Treffer hochgerollt, weil wir halt immer mitten in der Masse stehen, immer drin in dem Umgedöns da. Ist auf jeden Fall recht wichtig eigentlich. Gehe ich natürlich den Schaden hier, den Leben pro Treffer nicht hochgerollt. Weiter hochgerollt. Doch, ein bisschen. Aber das ist nicht die Welt. 3, jawohl. Wer sagt's denn? Geht doch. So. Als nächstes habe ich halt noch die andere Faust. Ist halt logisch, wenn wir nur mit 2 Sets teilen, da, wenn es davon bloß 2 Teile gibt. So. Gehe ich noch, habe ich schon erwähnt? Nein, habe ich nicht. Den Gürtel. Da nehme ich die Ohrenkette. Es geht eigentlich gar nicht so ziemlich um den, aufgrund dessen, dass es bloß eine Ohrenkette ist. Es geht einfach darum, um den Sekundärstat. Geht es eigentlich nur, reduziert den durch Nahkampfangriff erlittenen Schaden um 28%. Welcher bei 30% das Maximum ist. So, und das ist halt einfach aufgrund dessen, dass wir immer mittendrin in der Menge stehen, ist das einfach verdammt wichtig. Ja. So. Was haben wir noch? Meine Ringe, da ist klar. Seitdem das überarbeitet wurde, ist dieses Ringset einfach besten Slot. Also, es wird eigentlich in jedem Bild genommen, den ich kenne bisher. Ob das nur Mage ist oder Demon Hunter, Kreuzritter, keine Ahnung, es wird auch, glaube ich, für den Hotabarb genommen. Ich weiß es nicht. Also, für den WD wird es auch genommen. Für das Höllzahn-Set. Das weiß ich. Aber es wird halt überall genommen, weil wir halt einfach, wie gesagt, 100% Schaden einfach mal draufkriegen. Ja, für lau. Ja. So. Ja, das ist halt, wie gesagt, mein Restraint. Der ist aber halt noch nicht so gut gerollt. Da fehlt die Crit-Chance. Aber 46 geht eigentlich für den Anfang, finde ich. So, als nächstes haben wir die Geisterschellen. Da wir mit Feuer spielen, das macht dich richtig gut. Geisteskrafterzeuger reduzieren 3 Sekunden lang euren erlittenen Schaden um 39%. Maximum ist 40%. Ist für unsere Verhältnisse, für unseren Bild, ist das einfach ein Must-Have-Item. Ja, eigentlich schon. So. Und mein Amu, das ist das Blackthorns Kreuz von Duncrake. Ist noch kein besseres gedroppt. Falls jetzt fragen wollt, da aufgrund dessen, ich habe das immer gesehen, dass der Bild einfach immer mit Verderben der Gefangenen, Gogok und Taeguk gespielt wird, finde ich den Taeguk, also ich persönlich finde ihn einfach irgendwie, also nicht useless, also er bringt schon was, so ist es nicht, aber ich finde ihn nicht so dolle jetzt, also ich, weil dafür ist der, dafür braucht der Affix einfach zu selten, also keine Ahnung. So, ja, Edelstein habt ihr gesehen, wie gesagt, Gogok ist halt einfach wichtig für unsere Cooldown und Angriffsgeschwindigkeit und halt Verderben der Gefangenen. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, wo man mit Feuer einfach mal Kontrollverlusteffekte hervorhebt. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Als nächstes, ja, kommen wir einfach mal zu den Skills. Harter Arbeitstag heute, bisschen durcheinander, aber egal. Donnerfäuste mit Stimulation. Die nehme ich einfach nur deswegen, weil wir 20... weil wir einfach richtig viel Geisteskraft bekommen. Einfach deswegen, dafür habe ich auch auf die Hose den Schaden für
Thunderfist hochgerollt. Macht Sinn. So, als nächstes haben wir die Heilige Einkehr. Mit der Rune Verbotener Palast. Gegner innerhalb des Runenschutzkreises erleiden 30% mehr Schaden und ihre Bewegungsgeschwindigkeit wird um 80% reduziert. Selbstklärend, macht Sinn. So, als nächstes nehmen wir Odem des Himmels. Mit der Rune Licht erfüllt. Wurde Odem des Himmels eingesetzt, erhaltet hier 5 Sekunden lang für Angriffe mit Geisteskrafterzeugern 14 zusätzliche Geisteskraft. Hätten wir also zusammengerechnet schon mal pro Hit, wenn Odem des Himmels aktiv ist oder aktiviert wurde, 34 Geisteskraft pro Hit. Das macht Sinn. So, man könnte natürlich auch mit der Rune Kreislauf des Lebens spielen. Einfach nur wegen der Heilung. Einfach deswegen. So, aber ich nehme halt, wie gesagt, Licht erfüllt. So, und ich fahre auch damit ganz gut. Also ich bin eigentlich... Die Kugel ist eigentlich nicht permanent, aber sie ist halt übel oft oben, also kann nicht meckern. Als nächstes kommt unser Most Important Skill, den wir einfach dafür nehmen, um Schaden auszuteilen. Ich habe schon wieder eine Nachricht. Rasender Angriff, Dashing Strike mit der Rune Feuriger Glanz. Erhöht nach dem Einsatz von Rasender Angriff 4 Sekunden lang eure Angriffsgeschwindigkeit um 15%. So, mehr Attack Speed bedeutet, wir können schneller unsere Spirit wieder regenerieren. So. Ja. Man könnte jetzt auch, früher hat man es gespielt, weil das Set halt damals noch nicht so dolle war, hat man es mit Blitz gespielt, aber naja, egal. Als nächstes haben wir die Offenbarung. Epiphany auf Englisch. Amerikanisch, Englisch, Britisch, Englisch. Ich brauche, wie gesagt, dazu brauche ich nicht viel zu sagen, das ist einfach ein wichtiger Skill. Da wir einfach einen extremen Damage Reduce haben, ist eigentlich, wie gesagt, völlig Wurst. Als nächstes habe ich das Mantra der Entrückung genommen. Mit der Rune Beharrlichkeit. Wobei man auch mit der Wendigkeit spielen kann. Was aber bedeutet, dass wir weniger Auras haben. Oh, ich habe so einen Kratzen im Hals. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich muss testen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und dadurch kriegen wir nämlich hier deutlich mehr Zähigkeit. Ja, wie gesagt, entweder man nimmt Beharrlichkeit, so wie ich es bis jetzt gerade eben hatte, oder man nimmt halt Wendigkeit. Also da muss man ein bisschen mitarbeiten. So, kommen wir zu den Passiven. Da habe ich die Gelegenheit beim Schopf verpacken, wenn ihr Gegnern Schaden zufügt, die mindestens über 75% ihrer Gesundheit verfügen, wird eure Angriffsgeschwindigkeit 4 Sekunden lang um 30% erhöht. Brauche ich nicht, glaube ich, nicht drauf eingehen. Glaube ich nicht. Ist selbstklärend. So, als nächstes haben wir die Nahtoderfahrung, was unser Freitod ist. Ist selbstklärend. Fanal von Itar. Da könnte man sich jetzt streiten. Ich nehme es einfach wegen der Cooldown. Was halt sinnvoll wäre. Pfad des Wächters. Einfach um noch mehr Zähigkeit zu bekommen. Oder mythischer Rhythmus oder Unbeugsamkeit. Also das, da müsst ihr selber testen. Ohne natürlich, was ich für das Shenlong-Set noch ergänzen würde, ist erhabene Seele. Weil wir einfach mal 50 Geisteskraft dazu bekommen. Dauerhaft. Und haben GK-Reg mit drin. So, als nächstes haben wir die Harmonie. Wie gesagt, die erhöht halt Schadensarten und so, Widerstände. Gegenstände, die euren Widerstand gegen eine Schadensart erhöhen, erhöhen jetzt stattdessen euren Widerstand gegen alle Schadensarten um 40% dieses Werts. Früher hat man Monks, noch vor Reaper of Souls Zeiten, hat man die Monks auf einen speziellen Skill, um einen bestimmten Widerstand gepusht. Und hat man dann dadurch halt immer überall die gleichen Sets gehabt. Also überall zum Beispiel 1400 Decks Widerstände gegen alle Schadensarten waren halt überall. Anstatt nur auf Feuer. Ja. So. Weil das Equip halt damals sauteuer war. Mit allen Widerständen. So. Kommen wir zu dem Kanais Würfel. Da benutze ich den fliegenden Drachen. Ihr verdoppelt manchmal eure Angriffsgeschwindigkeit, wenn ihr angreift.
War bis vor dem letzten Patch jetzt, also bis zu diesem Patch, war es, sag schnell, war es eigentlich Must-Have-Item. Also, ich habe den vorher nie gespielt, aber es war halt einfach Must-Have-Item. So, kommen wir dazu. Ein Aschemantel reduziert die Ressourcenkosten von Feuerfertigkeiten um 30%. Das ist ein Item, was wir für den Spirit Generator Build nehmen würden. Der auch ordentlich Damage rausdrückt, aber wie gesagt, mir gefällt einfach die Spielweise nicht. Da könnte man jetzt ein bisschen über Quatsch. Da könnte man jetzt überlegen, was man da nehmen will. Also ich hatte schon überlegt, dran gedacht, das Auge von Peschkow zu nehmen. Reduziert die Abklingzeit von Odem des Himmels um 50%. Da haben wir den einfach mal. Das können wir den fast durchspammen eigentlich. Ja, je nachdem. Oder man könnte nehmen. Hexenhose von Herrn Jan, ich weiß es nicht. Ich würde es aber mal testen, einfach mal, weiß ich nicht. Leorix Krone vielleicht. Halt einfach um Cooldown noch hoch zu pushen. Tiefenwühler. Nee, das lohnt nicht. Nee, nee. Ansonsten wären das halt meine einzigen Möglichkeiten gewesen. Ich spiele halt, wie gesagt, ich spiele mit einem Aschemantel. Mit einem Cindercoat. Das macht sich ganz gut. Als nächstes habe ich das Band der Reuekammern. Geisteskrafterzeuger. Oh, Leute, hier ist eine schlechte Luft heute drin. Geisteskrafterzeuger erzeugen 50% mehr Geisteskraft. Also, anstatt, sag ich mal, zwei, ja doch, den kriegen wir einfach mal 40, 54 Geisteskraft. So rund in der Drehe. Macht Sinn. Ich weiß auch, warum ich nicht immer so weit komme, weil nämlich ich vergesse immer meine Begleiter auszurüsten. Das vergesse ich nämlich immer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall vergesse ich das immer. So, ich werde jetzt halt einfach, wie gesagt, falls Fragen aufkommen, einfach unten in die Kommentarbox stellen. Ich werde es dann irgendwann lesen. Also, ich werde es dann lesen, aber es dauert halt. Also, je nachdem, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich die. Hänge ich hier so ein kleines Guide-Video mit dran. Und damit war es das auch von mir. Und bis zum nächsten Mal, Freunde, und macht's gut.